Nack, 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 meine lieben Pinguine und herzlich willkommen mal hier auf eurem YouTube-Channel. Ich bin's wieder, euer Kampfschwabe, und hier haben wir eine saftige 60 TP-Runde von unserem lieben Tjark, von unserem lieben Hero 805 aus der Abteilung 1 FPS. Jawohl, lieber 60 TP, ich liebe diesen Panzer auf 10er, wunderschön zu spielen, wirklich absolute Trollmaschine, die HE ist absolut genial. Aber wir sehen hier, unser lieber Tjark, der lädt natürlich direkt Heat durch, der will hier den Damage austeilen, der will hier sich hier nicht hier mit nur 400 Damage-Punkten auf der HE auf den Gegner abfinden, nein, er will die kompletten 750 Alpha mit der Heat in den Gegner reinprügeln, ja. Das sei ihm auch gegönnt, er fährt hier auf jeden Fall alleine auf der lieben Map Stutz-Yankee, die übrigens immer noch die besten Soundtrack überhaupt im gesamten Spiel hat, für jegliche Maps ist Stutz-Yankee die allerbeste. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Unser lieber Tjark macht jetzt hier natürlich ganz normal den Move auf die... Oh Gott. Gucken wir mal, ob da was passiert. Ah, passiert noch nichts. Okay. Er macht hier natürlich den ganz normalen Move auf die Standardposition mit den Heavies und TDs. Stellt sich jetzt hier dementsprechend hin. Das Objekt 2, 5, 7. Okay, was das war, weiß ich auch nicht. Also lieber Tjark, ob du da jetzt vielleicht einen spastischen Anfall in deiner Hand hattest, keine Ahnung. Ob das vielleicht ein Fehler vom Replay ist, aber das sah schon sehr witzig aus. Wie auch immer, er versucht jetzt hier dementsprechend die Line zu halten und den Damage rauszuputten. Kriegt jetzt hier den ersten HE-Treffer ab. Ich sag's ja, ne? HE ist halt immer so eine Sache, macht halt immer Damage. Ne? Anlehnung, ihr wisst. 201 Damage kassiert, 440 abgeprallt von der APCR vom Object 257. Ist also noch ganz verkraftbar hier bei seinen 2600 HP. Macht jetzt hier eine sehr, sehr passive Runde bisher, aber soll er auch hier auch groß machen. Ja, das ist jetzt hier nicht gerade die spannendste Map. Es ist halt einfach so, dass man hier dementsprechend die Lines halten muss, um den Fight zu gewinnen. Er lädt jetzt selber auch um auf HE, um hier dementsprechend Schaden auszuteilen. Jetzt gucken wir mal, ob das auch dementsprechend funktioniert. Er schießt, er trifft, 252 Damage ausgeteilt. Das ist doch schon mal gar nicht so blöd. Immer noch HE am Durchladen, um jetzt hier dementsprechend nochmal auf den 60 TP zu wirken. Ja, jetzt hätte er natürlich gerne Heat gehabt, das ist ganz klar. Da hätte er schön mit Heat arbeiten können. Jetzt halt auch mal abdrücken, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Replay ist oder ob er wirklich jedes Mal beim Schuss so hoch zieht, als hätte er wirklich einen Rückstoß mit der Maus. Aber das zeigt natürlich dann auch einiges über Tjark aus. Das heißt, er spielt und lebt das Spiel wirklich mit. Dementsprechend ja, muss er natürlich auch mit dem Rückstoß dann kompensieren mit der Hand. Ganz klar, ganz, ganz klare Sache. Lädt jetzt hier wieder auf Heat um. Und was ich noch kurz anmerken möchte, lieber Tjark, herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Tarnung auf dem Panzer, das ist eine Seltenheit. Das gibt es normalerweise bei Tjark nicht. Alle Panzer haben bei ihm eigentlich keine Tarnung drauf, nur die 10er, da macht er mal sporadisch so ein bisschen was drauf. Aber hey, wir brauchen auch Tarnung in dem Spiel. Immer ein Panzer um nicht durchschlagen. Kommt hier beim R100 mit Heat nicht an der Front durch beim Turm. Und schaut jetzt, ob er hier dementsprechend die Seite abdecken muss. Die muss er abdecken, das ist ganz klar. Der 121er kommt da jetzt ohne Probleme durch, wenn er jetzt hier nicht umaimt. Heat ist durchgeladen, wunderschöner Schaden, oh, angezündet, aber automatischer Feuerlöscher regelt für den 121er. Hat jetzt hier aber schon 1260 Damage ausgeteilt, das kann sich sehen lassen. Nächster Schuss ist durchgeladen, der Type 61 will, glaube ich, unbedingt sterben. Oder auch nicht. Ja, gucken wir mal, ob er weiterfährt. Bisher will er noch nicht sterben. Das ist auch eine ganz gute Situation jetzt hier. Was heißt eine gute Situation? Er ist jetzt hier so ein bisschen im Kreuzfeuer aufgehoben. Der 60 TP drückt jetzt hier vor vom Gegner. Dann muss er natürlich unten rein in die Platte. Jawohl, sehr schön. 768 Damage rausgeteilt und 60 TP. Das macht einfach Spaß. Jetzt schwert er der Leopard durch. Ah, jetzt hätte er bestimmt gerne eine HE durchgeladen für den Leopard auf die Seite. Das wäre schmackhaft geworden, meine lieben Freunde. Da penetrieren, das macht richtig Aua. Aber was jetzt hier der Gegner genau macht, weiß ich auch nicht. Okay, die versuchen jetzt über die Seiten rüber zu pushen. Okay, der Object 257 macht das sogar ganz clever. Er fährt nochmal eine Position weiter, um hier keinen zu blockieren. Muss ich jetzt hier halt dementsprechend gut hinstellen. Ah, da kriegt der Jagdpanzer R100 noch den absoluten Killshot rein. Da war er zu greedy, der liebe Jagdpanzer. Aber gut für unseren Jagd, der kann ich dementsprechend natürlich auch arbeiten, ja. So, nächster Schuss wird durchgeladen und da ist voll offen. Da kriegt er auch schönen Schuss rein, das Object 257.
meine Güte. Die Schadenssumme summiert sich immer weiter nach oben. Das ist halt einfach das Schöne beim 60 TP. Das macht halt einfach so Laune. Das war wie mit dem E100 damals. Das war ja mein erster Zehner. Wenn da der Schuss penetriert hat, das war halt einfach legendär. So ein geiles Gefühl hast du mit kaum einem Fahrzeug. Jetzt gibt es halt noch den 60 TP dazu. Den 705A, der macht ja auch ganz gut Damage. Aber es ist einfach was Geiles, wenn du mit einem Schuss so viel Damage abnimmst mit einem Heavy. So, jetzt hier der nächste Schuss, zack, jawohl, 768, da macht das gut, da macht das clever, prallt hier auch noch der E100 bei ihm ab. Naja, jetzt kann er natürlich dementsprechend auch den Schuss rausholen, oder kriegt das nicht hin, was macht er? Und, na komm, entscheid dich, Jörg, schießt oder schießt nicht. Er will auf jeden Fall den absoluten Safe-Shot haben. Und den hat er nicht gekriegt, keine Ahnung, was er jetzt da gemacht hat. Da hätte er auch einfach in die Seite rein aimen können, aber meine Güte, was soll's. War ja nicht jeder so ein überragender Spieler sein. Unser lieber Tjag muss jetzt hier also mal drauf achten, dass er auch dementsprechend hier noch den Schaden rauskriegt. Schießt doch jetzt mal rein, ja, hallo, 90 Damage, da freut sich kein Mensch, wenn man sowas dann 90 Damage macht. Alle 10 Schuss Heat sind raus, das wird eine teure Runde, lieber Tjag, eine teure Runde, aber ey, was soll's. Du kriegst es schon dementsprechend hin. So, jetzt heißt es, Seite gewonnen, wir müssen durchziehen. Tjag ist auch gleich da, der will gleich durchfronten hier. Ist auch sehr gut, sehr clever, das so zu machen. Es steht 12-8, ja, die Sache ist entschieden, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist nur, kriegt er noch hier dementsprechend vielleicht einen Kill oder Damage raus? Oder war es das schon für ihn mit der Runde? Ich kann sagen, nein, das war es noch nicht ganz. Da kommt noch ein bisschen was. Und das ist auch gut so. So, jetzt guck mal, zeig mal, was du kannst, Kerle. Da stehen zwei wunderschöne Ziele und zwar richtig schön mit der Seite offen. Ah, okay, die haben sich nach unten verzogen. Okay, da kann er nicht drauf wirken. Außer der UD16 meint jetzt, er müsste da lang fahren. Nein, er fährt wieder runter. Ah, da muss man weiter vorpreschen, mein lieber Freund. Weiter vorpreschen. Du bist ein Sturmpanzer. Ja, 60 TP dafür bekannt, dass er ein Sturmpanzer ist. Ja, ganz klare Sache. Und da muss er dementsprechend hier auch arbeiten. Jetzt UD16 geht wieder auf, aber er kann wieder nicht drauf wirken. Aber vielleicht jetzt hier auf den TVP, da könnte ein Snapshot rausziehen. Oh, der trifft. 4876 Damage. Da haben wir's. 3 Kills. Kriegt er noch was ab? Man guckt weiter. Oh, den können wir richtig schön reinjodeln, den Schuss. Ja, das war's. Ah, schade. Aber er kriegt hier noch den Spotting dafür. Das ist sehr schön. Jetzt steht der Leopard direkt voraus. Da müssen wir natürlich dementsprechend auch noch drauf wirken. Mal gucken, wie das läuft. Jawohl, da ist er, der Leopard. Aber er kriegt ihn nicht rausgeholt. Ah, Schuss. Nein, das war's leider. Aber wunderschöne Runde. Wir gehen wieder rüber mit einer wunderschönen Überblende in die Stats. Und sehen hier wunderschönes Gameplay, lieber Tjag. Hier den Ace Tanker rausgeholt. Hand of God, Bruiser, Duelisk, Firefall Effect. Teamscore aufmachen, zack, 4876 Damage, 3 Kills, 1200 einfache Erfahrung und noch 830 Spotting plus 1830 geblockt. Sehr schöne Runde, lieber Tjag. Und damit war's das für diese Woche. Hau da rein, bis denne.